Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Und vorab eben die Info, dass alles, was hier so jetzt in dem Video vorkommt, auch bereits in einem Artikel auf meinem Blog zu finden ist, nämlich unter Aktuelles, direkt auf der Startseite. Also wenn du da nochmal nachlesen willst, einige Dinge sind dort nochmal detaillierter aufgeführt, dann schau da einfach vorbei. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Video. Ich habe mich ja am Anfang ein bisschen verrückt gemacht mit Informationszufuhr und so weiter. Und dann habe ich irgendwann entschlossen, mich einfach mal ein bisschen auf mein Urvertrauen zu besinnen und zu sagen, es kommt, wie es kommen soll. Und ich habe mich ja fahrtechnisch, schon super vorbereitet. Und denke, das ist schon mal sehr viel wert. Hätte ich jetzt vielleicht schalten können. Oh, es rappelt. und ansonsten habe ich jetzt von vielen auch gehört, dass man einfach losfahren soll. Und das ist jetzt das, was ich auch tun werde. Freunde, es ist soweit. Ich habe euch ja erzählt, dass ich meinen Reisepass beantragt habe und die Bearbeitungszeit so eines neu beantragten Reisepasses 4 bis 6 Wochen dauern kann. So wurde mir das mitgeteilt. Keine 15 Tage, nachdem ich meinen Reisepass beantragt habe, hatte ich dieses Schreiben hier in Briefkasten und wurde damit informiert, dass der Reisepass zur Abholung bereit liegt. Und deswegen werde ich jetzt schnurstracks zum Rathaus gehen und meinen Reisepass abholen. Ich habe meinen Reisepass dabei. Ja, ein total wahnsinnig cooles Gefühl, diesen Reisepass jetzt zu haben. Dieses Dokument, was mich jetzt befähigt, auch außerhalb von Europa zu reisen. Und wir schauen mal gemeinsam rein. Der ist auf jeden Fall mega fett. Also die Welt liegt mir nun zu Füßen. Ja, damit bin ich jetzt in der Lage, auch mein Russland-Visum zu beantragen. Dafür habe ich auch schon die Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Man braucht nämlich für das Beantragen des Visums Nachweis, dass man auslandskrankenversichert ist. Und da muss auch nochmal separat die Deckungssumme erwähnt werden. Ansonsten kann man auch mit dem Visum eine Krankenversicherung für das Land abschließen. Allerdings bringt mir das ja nichts, wenn ich nur eine Auslandskrankenversicherung für Russland hätte, weil ich fahre ja danach noch weiter. Und deswegen habe ich mir da eine eigene besorgt. Und ja, mit diesem Tag heute kann ich jetzt dieses Visum beantragen, weil ich alle Unterlagen zusammen habe. Und das mache ich jetzt ab nach Hause und Visum bestellen. Ja, da sind wir wieder. Und ich komme gerade von der Zulassungsstelle. Ich war schon mal vor 2 Tagen dort und ich wollte meinen internationalen Führerschein beantragen. Ging nicht, hatte mein Passfoto nicht dabei. Bei der Stelle, wo man den internationalen Fahrzeugschein beantragen muss, sind halt immer mega lange Wartezeiten. Da muss man normalerweise eine Wartemarke ziehen. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, machst du online den Termin, bin ich heute hin. Und dann sagte sie, ja, aber TÜV und alles haben sie ja. Ich so, nein. Fuck, ey. Jetzt fahre ich hier. Zwar mit internationalem Führerschein in der Tasche, aber ohne internationalen Fahrzeugschein. Das heißt, ich muss nochmal hin, wenn ich meinen TÜV habe. Ey, das ist so eine Story, ich sag's euch. Also, TÜV ist echt so ein Ding. Es gibt Leute, die da ein bisschen lockerer sind und dann gibt es halt leider Leute, die so ein bisschen Korinthenkacker-mäßig unterwegs sind und auf solche bin ich leider getroffen. Ich ärgere mich sehr, aber gut. Das ist nun mal jetzt so. Ich denke, warten und geduldig sein ist eine Sache, die mir die Reise auf jeden Fall noch beibringen kann, weil das sind 2 ganz große Schwächen von mir. Ich bin sehr ungeduldig. Also da habe ich auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Und das wird sicherlich auf der Reise oft Momente geben, wo ich das üben darf.
Ja, gut. Nichtsdestotrotz, ich genieße das Fahren. Wie ihr hört, Metallica bringt mich jetzt gerade ein bisschen runter von meinem Wuttrip, den doch ich etwas gerade hatte, weil das ist einfach ätzend. Du fährst permanent zu irgendwelchen Ämtern und Stellen und willst was beantragen oder irgendwie dir was abholen und dann geht das nicht, weil, keine Ahnung, irgendwas nicht stimmt, irgendwas fehlt, irgendwas ist nicht so, wie es sein soll. Oh, es ist echt ein bisschen nervig. Gerade wenn die Liste noch so lange ist. Ja, auf das Russland-Visum warte ich auch gerade noch, dass es zurückkommt. Die Corona-Meldungen werden immer mehr. Gerade hat ein Franzose wohl in der Mongolei sich aus der Quarantänezone begeben. Und die tagen da wohl gerade, ob sie die Grenzen noch mal dicht machen. Also der Franzose hatte das Virus halt und hat sich halt innerhalb der Quarantänezeit bewegt, wo er sich nicht bewegen sollte. Und ja, jetzt haben wir den Salat. Nur wenige Stunden später erreicht mich über die App des Auswärtigen Amtes, die ich jedem übrigens empfehlen würde, der vorhat zu reisen die nächste Zeit, weil da immer die aktuellen Infos zu den Ländern bekannt gegeben werden. Diese App meldete sich dann bei mir und zeigte mir folgende Nachricht an, nämlich, dass in der Mongolei die Grenzen jetzt dicht gemacht worden sind und erstmal kein Ein- und Ausreisen möglich ist. Ich meine, bis ich losfahre, sind es noch anderthalb Monate und ich kann eh nichts anderes machen als warten und zusehen, was passiert, weil ich werde die Welt diesbezüglich nicht ändern. Ja, also motorradmäßig kannst du jetzt bis auf den TÜV losgehen. da werde ich mich jetzt mit Markus nochmal hinsetzen, die Bremsscheibe erneuern, eine neue Kette kommt noch dran und neue Reifen kommen drauf, die Heidenau Scout K60, das ist meine Wahl durch Russland bis in die Mongolei und dann kommen da wahrscheinlich die TKC80 von Continental drauf. Die wollte ich mir jetzt schon nach Ulaanbaatar schicken lassen, musste dann allerdings feststellen, dass das wahrscheinlich kein Reifenanbieter hier in Deutschland macht, zumindest mit denen ich telefoniert habe, die verschicken nur innerhalb Deutschlands. Das heißt, ich müsste die zu mir schicken lassen und dann ja, von hier aus quasi dann nochmal separat in die Mongolei. Ich überlege, ob ich sie mir einfach hinten drauf packe, weil durch Russland ist ja jetzt nicht so offroad-lastig oder so, dass mich das stören würde, da hinten noch Reifen drauf zu haben. Ich weiß es noch nicht, das muss ich mir jetzt mal überlegen. Ein GPS-Tracker muss ich mir noch besorgen. Also dieser Moment, wenn ich dann da bin, mein Motorrad fertig gepackt ist, ich habe ja auch das ganze Gepäcksystem und so habe ich ja auch alles schon. Das kann ich echt kaum abwarten, weil ich genau weiß, was für eine Ruhe dann in mich einkehren wird. Und darauf freue ich mich einfach so mega. Ja, und endlich zu wissen, wie es ist, dann endlich, ja, on the road mit dem Ziel Mongolei im Navi. Das ist Hammer. Ja, da freue ich mich echt richtig drauf. Ja, Leute. Damit verabschiede ich mich hier aus diesem Video, aus diesem kurzen Reisetagebuch. Und freue mich, wenn ihr auch bei den nächsten Videos mit dabei seid. Während der Reise werde ich versuchen, euch immer auf dem Laufenden zu halten, so gut es geht. Ob ich jetzt großartig Videos schneide, das möchte ich euch noch nicht so sehr versprechen, weil ich möchte mich echt auf die Reise einlassen und wenn ich dann abends keinen Bock habe zu schneiden, weil ich da irgendwie mit den Leuten noch zusammensitze, dann ist das so. Ne? Aber ich werde sicherlich ganz viele Videos machen und auf den Social Media Kanälen immer mal so kleine Sachen oder was posten. Ne? Da kann man ja so in der Story auch Videos posten. Also bis dann. Ciao.